Guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon X und Y Wi-Fi-Kampf. Bevor wir zu dem eigentlichen Kampf kommen, möchte ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass gestern das Video nicht kam, aber das ging aus Krankheitsgründen leider nicht. Ich bin auch immer noch ein bisschen erkältet, deswegen bitte ich zu entschuldigen, falls meine Stimme sich anders anhören sollte als sonst. Und dann kommen wir zur Teamzusammenstellung. Bei mir seht ihr Zubiris und Megaglurak Y als Neuzugänge. Für das Zubiris möchte ich mich einmal bei dem User Dittos Rage bedanken. Link zu Twitter und eventuell YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung. Und für das Megaglurak Y bei Fotech, der mir das Ditto gegeben hat, das ich brauchte, um ihm das scheue Wesen anzuzüchten. Auch da Link zu Twitter und eventuell YouTube in der Videobeschreibung. Ich habe bei dem Team nicht allzu viel nachgedacht, muss ich zugeben. Wir haben Fostelka als Stealth Rocker und Spinner, altphysische Sweeper, Flampivian, Monagoras und Ambidiffel, kennt man ja auch schon aus vorherigen Kämpfen. Und als Special Sweeper mein Megaglurak Y. Und dann als Special Wall das Zubiris, denn ich spiele es tatsächlich speziell defensiv. Unser Gegner bringt ein Choice Band X-Bud, ein Galagladi, ein Megaglurak X, ein Rotom Wash, Voltoros und ebenfalls ein Fostelka an den Start. Die Rollen sind relativ schnell zu erklären. Voltoros ist der Special Sweeper, Galagladi, X-Bud und Megaglurak X die physischen Sweeper, Fostelka ist da als Wall und bei Rotom bin ich mir nicht mal sicher, da man Rotom auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen spielen kann und ich die genaue Rolle nicht während des Kampfes herausgefunden habe. Ich würde spontan nicht sagen, dass einer von uns beiden dem anderen gegenüber einen Vorteil hat. Es ist natürlich schade, dass ich einen Gegner bekomme, der tatsächlich die Tarnsteine benutzt, wenn man bedenkt, dass zwei meiner Pokémon sehr schwach dagegen sind. Aber gut, damit muss ich klarkommen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich leade mit meinem Flampivian und er mit seinem Mega-Glurak, beziehungsweise mit seinem normalen Glurak, das jetzt allerdings eine Mega-Entwicklung zu Mega-Glurak X macht. Ich habe zu Steinhagel gegriffen, denn dank meiner Fähigkeit erhöht sich nicht nur der Schaden von Steinhagel, sondern ich nehme auch keinen Rückstoßschaden durch den Lebenorb, was einen massiven Damage Boost bedeutet. Dazu ist das noch sehr effektiv und das überlebt kein Megaglurak. Ich glaube nicht mal eins, das voll in die Defensive investiert, könnte das überleben. Sein Megaglurak jedenfalls geht zu Boden, was für mich natürlich schon mal ein riesiger Vorteil ist. Als nächstes schickt der X-Bud raus und ja, ich habe X-Bud selber benutzt, ich liebe es und trotzdem unterschätze ich den Schaden. Denn Sturzflug nimmt mich komplett raus. One-Hit. Das ist nicht cool. Jedenfalls schicke ich jetzt meine Physical Wall raus, mein Jawbreaker. Oder mein Fostelka besser gesagt. Er ruft sein X-Bud zurück und schickt Voltolos raus, das shiny ist. Was mir jetzt erst auffällt. Ich habe natürlich zu den Tarnsteinen gegriffen. Ruf es hier zurück, denn ich weiß, dass Voltolos sehr fies ist in der Special Attack. Deswegen schicke ich Emerald raus, mein Zubiris. Er benutzt die Ränkeschmied, um seinen Spezialangriff zu boosten. Ich greife zu ehrlich, denn ich war mir nicht sicher, vielleicht wechselt er aus und wenn nicht, will ich zumindest den Schaden jede Runde. Hier benutzt der Donnerblitz und obwohl ich speziell defensiv bin, plus 2 von einem Voltolos überlebt selbst mein Zubiris nicht. Hier schicke ich jetzt High 4 raus, denn Mugelhieb sollte eine Menge Schaden machen und hier wollte ich jetzt gleich mit Rückkehr zuschlagen, aber ich glaube, er wechselt vorher aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, genau, hier wechselt er aus. Ich hätte einfach auf Verfolgung zurückgreifen sollen. Denn Verfolgung hätte auch so ausgereicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Jedenfalls schickt er jetzt seinen Fostelka rein. Ich benutze Rückkehr. Und ja, Schaden macht es nicht wirklich. Ich nehme Schaden durch den Beulenhelm und durch den Lebenorb. Darum weiß ich, na, das wollen wir nicht nochmal machen. Wechseln wir lieber aus. Ich benutze hier nicht mal Kehrtwende, denn das war mir zu gefährlich. Ich schicke dafür meinen Monaguras rein, er benutzt die Tarnsteine. Und das ist jetzt eigentlich für mich ein guter Moment für einen Dragon Dance. Er schickt sein japanisches Rotom Wash rein. Und ja, ich mag Rotom Wash nicht wirklich. Aber der Drachentanz erlaubt mir dafür, meine Geschwindigkeit und meinen Angriff um eine Stufe zu boosten und Rotom damit so schnell ich kann rauszunehmen. Seine Überreste heilen erstmal ein paar von seinen KP, die er durch Tarnsteine verloren hat und ich benutze hier einfach Drachenklaue und ja. Hier geht ehrlich daneben, ich glaube nicht, dass es einen so großen Unterschied gemacht hätte. Ich hätte Rotom auf jeden Fall trotzdem rausgenommen mit der Drachenklaue,
War natürlich trotzdem ärgerlich. Es ist immer ärgerlich, wenn Attacken wie ehrlich daneben gehen. Und er schickt seinen Gladi raus. Hier hätte es vermutlich einen Unterschied gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es bei dem Kampf war oder in einem anderen, aber... Nein, okay. Er nimmt mich hier so oder so mit Nahkampf raus, also... Ehrlich, hätte auch nicht allzu viel geändert. Es sei denn, er hat Schutzschild auf seinem Rotom, aber das glaube ich nicht. Denn dann hätte er mit Schutzschild vielleicht noch ein bisschen stallen können, um sich zu heilen. Ich jedenfalls schicke wieder High 4 raus und vergesse hier wieder den Austausch zu predikten. Ich denke mal, vielleicht macht er es, aber möchte auch kein allzu großes Risiko eingehen, deswegen habe ich wieder zum Mogelhieb gegriffen. Und er schickt wieder sein Fusselia raus, welches natürlich wieder mit Hilfe von Beulenhelm und meinem eigenen Leben Orb mich fast rausnimmt. Aber ich habe noch genug HP, ich glaube ich hatte 43 oder so. Schicke jetzt erstmal mein eigenes Fusselia raus, was ich nicht hätte tun sollen, denn der Turbodreher war ziemlich offensichtlich und so verschwende ich jetzt die rote Karte auf meinem Fusselia. Ich benutze rote Karte gerne, um Pokémon, die sich selber geboostet haben, rauszunehmen. War von daher ziemlich verschwendet, aber okay. Kann ich nicht viel machen. Er greift hier zum Nahkampf, was ich natürlich leicht wegstecken kann. Auch wenn es mich neutral trifft, ich habe immer noch voll in die Verteidigung investiert. Darum kann ich jetzt mit einem eigenen Turbodreher die Tarnsteine von ihm loswerden. Und bin damit die Gefahr los, was bedeutet, dass ich mein Megaglurak reinschicken kann. Er schickt ein Voltolos rein und ich dachte mir, was mache ich dagegen am besten? Ich hau einfach lieber nochmal die Tarnsteine raus und warte, bis das Ehrlicht ihn gekillt hat, denn das dürfte mit dem nächsten Tick passieren. Hier benutzt der Fokusstoß, schade, dass es getroffen hat, wäre noch ganz lustig gewesen, wenn das auch noch daneben gegangen wäre. Aber irgendwann müssen Attacken ja auch mal treffen, nicht wahr? Und ja, wie gesagt, Ehrlicht nimmt ihn hier raus, er geht zu Boden. Was ich ganz gut fand, ehrlich gesagt, denn ich hasse es, gegen Legendaries zu kämpfen, auch wenn sie nicht offiziell im Uber sind. Hier kommt mein Megaglurak raus, mein Natsu. Ja, es ist ein Fairy Tail angelehnt. Ja, ich weiß, es ist nicht der kreativste Name, aber ist mir egal. Ich mag ihn trotzdem. Hier mein Megaglurak Y. Durch Dürre wird auch mein Feuersturm nochmal stärker, auch wenn es echt nicht notwendig wäre, denn mit den KP hätte ich vermutlich auch Glut ausgereicht. Ist eigentlich mal ganz interessant. Blut auf einem Megaglurak, ich meine, macht keinen Sinn, aber wäre interessant. Er schickt hier sein X-Bad raus und ich dachte mir, na komm, das reicht doch nie im Leben. So ein Sturzflug. Für Schaden macht er doch nicht. Wollte der mich halt. Wie gesagt, Leute, unterschätzt kein X-Bad. Das Viech hat jetzt zwei meiner Pokémon gewone-hitted. Es ist einfach unglaublich gefährlich. Aber hier schickt er jetzt auch seinen letzten Pokémon raus, sein Galagladi, und ich habe noch als letztes Pokémon mein High 4, welches jetzt mit dem Mogelhieb einmal zack draufhauen und Galagladi rausnehmen kann. Auch Amidiffen sollte man nicht unterschätzen. Das war's jedenfalls mit diesem Kampf. Unglaublich knapp. Vielen Dank nochmal für den Kampf. Ja. Link zu den Twitch-Accounts und eventuellen YouTube-Kanälen von Fotech und Ditto's Rage sind in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, bitte gut bewerten. Ich nehme gerne konstruktive Kritik entgegen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.